Abend. Ich freue mich, Sie so zahlreich begrüßen zu dürfen zu unserer ersten Auktion in diesem Jahr. Die sogenannte Kostbarkeitenauktion, die bei uns jetzt schon Tradition hat. Die Besonderheit dieser Auktion ist sicher der Nachlass oder ein Teilnachlass von dem Maler Alfred Kornberger. Wir wurden von der Familie beauftragt, nachdem die Witwe nach dem Maler vor kürzerer Zeit voriges Jahr verstorben ist, wurden wir beauftragt, eine kleine Auswahl von ganz spezifischen Dingen aus dem Oeuvre des Künstlers hier anzubieten. Wer das Werk vom Kornberger immer schon betreut hat, ist Kurator im Leopold-Museum und profunder Kenner des Werkes. Und bitte begrüßen Sie mit mir Dr. Franz Moller, der Ihnen das alles erklärt wird. Vielen Dank, Herr Kovacek, für die netten Einführungsworte. Ich begrüße Sie ebenfalls ganz herzlich hier im Auktionshaus in Kinski. Heute bin ich nicht in meiner Funktion als Sammlungskurator des Leopold-Museums hier, sondern, wie Herr Kovacek schon gesagt hat, als Autor dieser Werksmonographie über Alfred Kornberger. Wenngleich Rudolf Leopold ein Sammler von Kornberger war. Nena Kornberger, die 2016 verstorben ist, hat mir oft erzählt von den nächtlichen Besuchen. Das war typisch für Rudolf Leopold, er kannte keine Uhrzeit, war meistens 2 Stunden zu spät und blieb dafür umso länger und hat mit ihr Bild um Bild durchgeschaut. Er war begeistert von dem Werk und auch heute noch befinden sich in der Familiensammlung, in der Privatsammlung, sehr schöne Werke von Alfred Kornberger. Das ist ein ganz wichtiger Augenblick, auch für das Schaffen von Alfred Kornberger in diesem international renommierten Auktionshaus im Kinski in einer Einzelpräsentation ausgestellt zu werden. Und ich gratuliere den Veranstaltern tatsächlich zu der Auswahl. Diese 90 Arbeiten sind sehr symptomatisch, repräsentativ für das Werk. Der Akzent ist gelegt auf den weiblichen Akt. Er besuchte Kurse von der Wiener Volkshochschule, besuchte die Kurse von Gerda Felden-Matheker, eine wichtige Proponentin der jungen Künstler, und sie verschaffte ihm das Entree, trotz fehlender Matura, in der Akademie der Bildenden Künste. Und er wurde aufgenommen 1952 und studierte 4 Jahre lang bei Robin Christian Andersen. Kornberger war tatsächlich ein Meisterschüler und wurde dann von der Akademie graduiert als freischaffender Künstler. Er eignete sich am eigenen Bildungsweg die internationale Moderne an. Kubismus, Surrealismus spielten in seinem Frühwerk eine wichtige Rolle. Kornberger hat damals alles notiert, was er geschaffen hat und auch an wen er verkauft hat. Seit den 60er Jahren gibt es diese Listen und wir haben es im Werkverzeichnis auch abgedruckt, weil es fast exemplarisch ist für diese Generation und auch ein Profil gibt, wer waren die Käufer damals, wer hat seine Werke gekauft. Und da sind verschiedenste Namen, private, aber auch Banken, Versicherungen. Ein paar Worte noch zu den Papierarbeiten. Wir haben in der Auktion auch viele Papierarbeiten. Hier ein sehr schöner Akt, bei dem ich im Buch gewisse Assoziationen zu Egon Schiele angestellt habe. Das, glaube ich, sieht man, Sie können sich seit gestern überzeugen, in der Albertina ist eine fantastische Egon Schiele-Ausstellung und genau sowas sehen Sie vor allem beim späten Egon Schiele, die Bleistiftzeichnungen aus dem Jahr 1917, 18, wo sich Schiele nur mehr auf die Kontur, auf die geschwungene Linie, auf die fortgesetzte, nicht unterbrochene Linie konzentriert. Und das greift Kornberger hier auf. Er versucht jetzt nicht Schiele zu imitieren, aber er gleichsam denkt sich in diese Ästhetik hinein und man sieht sehr schön, wie er mit wenigen Konturen diesen weiblichen Körper umreißt. Der war sehr fleißig und hat sehr viel verkauft, vieles an Private. Und was Sie jetzt sehen, ist der Nachlass, die Sachen, die er nicht verkauft hat.